wann laufen wir denn schon? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTour TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns an, welcher ist der stärkste 12 Volt Akkuschrauber. Und ich verspreche dir eins, das Ergebnis wird dich überraschen. Es ist natürlich wie immer so, dass wir heute etwas verlosen, und zwar einen 250 Euro Einkaufsgutschein. Davon kannst du dir auf jeden Fall die meisten Geräte hier komplett mit Akku und allem drum und dran kaufen. Alles, was du tun musst, um zu gewinnen, ist einfach unten zu kommentieren, was ist denn deine Lieblingsmarke, was ist welcher Akkuschrauber, wird wahrscheinlich gewinnen und wie findest du das Ergebnis? Wir schauen uns heute also die 12-Volt-Geräte an, denn die werden immer und immer und immer relevanter, denn sie werden auch immer und immer kräftiger. Denn hier unser DeWalt hat 57 Newtonmeter. 57 Newtonmeter, überlegt euch mal. 12 Volt, 57 Newtonmeter. Viele 18-Volt-Geräte haben auch gerade mal so 40, 50, 60 Newtonmeter, was schon richtig viel Power ist. Das heißt aber, diese Geräte hier rücken immer und immer weiter hoch ins 18-Volt-Segment. Das heißt, man muss sich langsam wirklich die Frage stellen, brauche ich 18 Volt überhaupt nochmal für normale Anwendung, beziehungsweise ist das nicht eine perfekte Ergänzung? Und jetzt musst du dir natürlich die Frage stellen, welcher ist der perfekte für dich? Und wenn du sagen willst, okay, ich will maximale Power, maximale Kraft, genau dafür sind wir heute angetreten, um rauszubekommen, wer welchen die Salami von der Stunde zieht. Und das schauen wir uns heute an. Aber welche Geräte haben wir eigentlich hier? Wir haben erstmal hier Metabo. Bei dem Metabo ist es so, da muss ich einschränkend dazu sagen, wir haben getestet das Gerät als Q-Variante, das ist die Quick-Variante. Da kann man vorne das Bohrfutter wechseln. Ansonsten sind die aber absolut baugleich. Deswegen habe ich hier erstmal das Gerät noch ohne. Das ist aber für dich irrelevant. Ja, ob du Q oder nicht Q hast, macht das Gleiche. Dann haben wir den DeWalt, der unwahrscheinlich viel Kraft hat, sehr, sehr kompakt. Super Gerät, haben wir schon länger im Einsatz. Dann haben wir hier Einhell. Auch bei Einhell war es so, dass wir hier die Variante mit Wechselbohrfutter in der Hand hatten bzw. getestet hatten. Wir hatten den gerade noch nicht da, aber sie sind absolut technisch identisch, außer dass man hier das Bohrfutter nicht abnehmen kann. Dann haben wir hier Festool. Und bei Festool ist es so, dass man hier immer wieder sagt, naja, das ist ein Gerät für Leute, die Möbel aufbauen und nur das machen, ja, ist mir doch egal. Ich möchte einfach wissen, ist der genauso stark wie die anderen? Und das, wenn du sagen willst, okay, ich will einen starken 12 Volt, dann ist das hier der stärkste, den es von Festool gibt. Ist halt so, ja, weil der hat, glaube ich, 15 Newtonmeter. Ist jetzt nicht viel. Mal gucken, wie er abschneidet. Dann haben wir hier Bosch. Auch hier haben wir den ganz normal getestet, so wie es ist. Aber ja, 35 Newtonmeter hat der. Wie gut kann der mitschwimmen? Wir werden sehen. Haben wir unseren Makita, eigentlich ein relativ altes Gerät, also von den ganzen Geräten hier ist das eines der durchaus ältesten Geräte hier im Test, also von der Baureihe her. Und der nagelneue Milwaukee, der FDD2. Das ist ein richtiges, also wenn man das in der Hand hat, merkt man, der ist auch schwerer als alle anderen. Und der ist ein richtiges Eisenschwein. Und ich kann jetzt schon eine Sache sagen, das hier ist das einzige Gerät mit einem 13 mm Bohrfutter. Das heißt also, der Milwaukee, der nimmt es wirklich ernst. Bevor wir uns gleich mal alle technischen Daten hier anschauen, kommen wir als erstes mal zum relevantesten technischen Detail. Und zwar dem Thema Kraft, und zwar im weichen Schraubfall. Warum im weichen Schraubfall? Weil das für unseren Test heute und für Akkuschrauber an sich in der normalen Nutzung eigentlich am wichtigsten ist. Der weiche Schraubfall. Und deswegen habe ich es hier auch schon sortiert nach dem weichsten Schraubfall. Und zwar haben wir hier 32 Newtonmeter bei Milwaukee. Wenn man bedenkt, 32 Newtonmeter ist etwa so viel wie zum Beispiel so mittelstarke 18 Volt Akkuschrauber auch haben. Also, nein, mittelstark klingt das, wenn die nicht stark, also ordentlich starke 18 Volt Akkuschrauber haben in der Regel auch 30, 35 Newtonmeter. Hier 32. Der DeWalt hat 20 Newtonmeter. Makita 21, Bosch 20, Metabo hat 18 Newtonmeter, Festool 10 und Einhell, keine Ahnung. Wir sagen es dir nicht, was weiß ich. Sie haben es einfach auf der Webseite nicht angegeben. Es gibt nirgendwo eine Angabe, wie viel Newtonmeter hat der jetzt hier im weichen Schraubfall. Sie geben nur den harten Schraubfall an, weil das ja auch immer die höhere Zahl ist. Klar, hier 57, hier zum Beispiel, ich muss auf einen Zettel gucken, hier sind es 45 Newtonmeter, ist aber auch egal, weil es für unseren Test nicht ganz so relevant ist. Und natürlich geben die Hersteller immer schön große Zahlen an, ja, aber, und Einhell deswegen auch hier 35 Newtonmeter, aber im weichen Schraubfall keine Ahnung. Jetzt gucken wir uns hier mal alle technischen Daten an und sehen Folgendes und sehen vor allem eine Sache, dass wir einen großen Unterschied haben in der Umdrehung, also in der Drehzahl. Und die Drehzahl wird am Ende in der Auswertung nochmal recht interessant sein, weil die das Testergebnis oder ja, das, was rauskommt, schon nochmal anders einsortiert.
Jetzt haben wir uns ganz kurz hier mal alle Daten anschauen können, aber ihr findet natürlich alle Daten bei uns auf der Webseite im Werkzeugvergleich. Einfach da mal drauf schauen, denn ihr könnt dort auch mal abstimmen, was ist denn euer Liebling? Was ist euer Lieblingsakkuschrauber? Oder findet ihr den stärksten, ist wirklich der beste? Welcher ist denn aus eurer Sicht der beste? Einfach mal hier abstimmen auf der Werkzeugvergleichsseite, wo ihr auch Monate oder Jahre später noch die Testergebnisse euch anschauen könnt, gegebenenfalls auch ausdrucken und dann könnt ihr schauen, was ist so vergleichen, das Beste für euch. Und bevor wir gleich hier das hier machen, nämlich hier in Hartholz mit dem Flachfräsbohrer arbeiten, was kosten die Geräte eigentlich? Heute geht es ja vor allem um den Test. Eine Einzelvorstellung hiervon habe ich so ziemlich von jedem der Geräte schon mal gemacht. Das verlinke ich dir mal hier oben. Aber bevor wir jetzt gleich in den Test kommen, was ist denn jetzt eigentlich der Preis der Geräte? Und da ist es so, wir müssen hier so ein bisschen differenzieren zwischen den beiden und den anderen. Und merk dir bitte mal den Preis deines Lieblingsgerätes für nachher, wenn du das Testergebnis hast. Dann kannst du es nochmal ein bisschen anders relativieren. Denn wir haben hier bei Milwaukee einen Preis von 170 Euro. Makita haben wir einen Preis von so um die 120 Euro. Metabo etwa 100 Euro. Und dann haben wir hier bei den beiden einen Preis so zwischen 85, 90 Euro. Und jetzt ich möchte nochmal sagen, hier das stärkste Gerät eigentlich im Test. Nur, ja, eigentlich den geringsten Preis. Jetzt müssen wir aber bei den beiden jetzt hier sagen, wir haben hier bei Festool einen Preis von 230 bis 240 Euro, aber es ist mit Akku und Lader, also zwei Akkus und einem Lader. Und hier bei Einhell haben wir 60 Euro, nochmal 60 Euro mit einem Akku und einem Lader. Das ist schon krass, wenn man sich das überlegt, ja, was der Unterschied ist dazwischen. Wie viel kann man davon eigentlich kaufen, bis man den hat? Erstaunlich. Auf jeden Fall hier ein riesen Preisunterschied und bei den beiden gab es keinen Solo-Preis, deswegen konnten wir das so nicht ermitteln und ich wollte das ja auch nicht irgendwie künstlich rausrechnen, so passt das eigentlich. Ich habe eben übrigens was Falsches gesagt, das ist im Grunde ja doch nicht das stärkste Gerät, sondern wir haben hier im weichen Schraubfall einen viel kleineren Wert als Milwaukee. Ist auch wieder interessant, ja? Im weichen Schraubfall ist der besser, im harten Schraubfall der, klingt komisch, ist aber so. Jetzt geht es endlich an den Test und wir werden das Ganze bepunkten. Wir machen einfach Folgendes und zwar 7 Geräte, das heißt wir vergeben 7 Punkte für den ersten und dann werden wir das Ganze immer weiter abstufen, nach unten. Und wenn das hier oben auch die ganze Zeit schreiben und neu sortieren, wenn wir ein neues Ergebnis haben. Und als allererstes haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier einen Flachfräsbohrer genommen und Buche. Das ist ganz wichtig, Flachfräsbohrer, Buche, erster Gang. Und zwar hatten wir hier eine selbstschneidende Zentrierspitze. Das ist also so, dass der Druck, also ich jetzt nicht künstlich einen Druck erzeugen kann oder nicht, sondern es regelt einfach diese Spitze, weil die dreht sich ins Holz rein und die sorgt selber dafür, dass dann sehr harter Anpressdruck erzeugt wird und dementsprechend die Geräte richtig gefordert werden. Das heißt also, erster Gang und los geht's. Fangen wir an, wir haben den Milwaukee genommen, Flachfräsbohrer, angesetzt, erster Gang und was soll ich sagen, es ging einfach wie durch Butter rein ins Holz und auch einfach durch, komplett durch. Das ist nochmal wichtig, wirklich komplett durch, denn das hat am Ende kein anderer geschafft. Und wie wir hier sehen, hier unten für euch, das hier ist das Testfeld, das hier ist das Ergebnis. Nur einer hat es komplett durchgeschafft, das heißt also Milwaukee 7 Punkte. Als zweites nehmen wir den Makita, angesetzt, gebohrt und wir haben gemerkt, der will schon, der zieht richtig durch, der will eigentlich bis ans Ende und hat das doch nicht geschafft. Er hat es also ganz knapp nicht geschafft. Wir haben hier eine 50 mm Baubohle, ja, ich glaube 52 oder so, und wir sind hier 47 mm reingekommen. Also ganz kurz vor Ende musste er leider aufgeben. Das ist übrigens auch der Moment, wo es so richtig kritisch wird, weil kurz vor Durchbrechen ist die höchste Kraft und da wollte er einfach nicht mehr durch. Naja, egal. Hat er nicht geschafft, aber 6 Punkte. Ja, als nächstes haben wir den Dewald auch angesetzt. Erster Gang, bam, rein. Der hat schon ordentlichen Dienst gemacht, kam aber nur 32 mm hier ins Holz rein. Fand ich ein bisschen schade, ich hätte von dem wirklich mehr erwartet. Und wenn man bedenkt, hier 50 mm tief, der Milwaukee hat es komplett durchgeschafft. Er hier, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber dementsprechend gibt es hier 5 Punkte. Kommen wir zu Bosch. Angesetzt und auch er hat es nicht komplett geschafft. Er hat es wirklich redlich versucht, kann man sagen, aber nach 22 mm war Schluss. Dementsprechend hier 4 Punkte für ihn, aber man muss sagen, das ist auch ein extrem harter Test. Wir haben das Ganze auch mit weichem Holz gemacht. Aber da haben sie auch alle geschafft. Genau deswegen haben wir hier auch das Hartholz genommen, um zu sehen, wo sind denn die Grenzen der Geräte.
Als nächstes Metabo, und da war es schon schwierig, denn es war schwer, das Ganze zu messen. Wir sind nur 6 mm ins Material gekommen und deswegen möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, wir haben auch den Test gemacht. Wir haben das Gerät genommen, angesetzt und wenn er gestoppt hat, hat er gestoppt. Wir haben übrigens den Test auch mehrmals an verschiedenen Holzstücken, auch hier unten nochmal ein bisschen mehr getestet und so weiter. Das ist reell, das ist wirklich genau das Ergebnis, was der halt immer erzeugt in genau diesem Test. Übrigens nochmal, in weichem Holz wäre er komplett durchgekommen, aber Grenzbereich hier nur 6 mm, dementsprechend auch nicht ganz so viele Punkte. Als nächstes kommen wir zu Einhelm. Bei Einhelm war es so, ja, der hat sich jetzt einen Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben mit Festo, denn wir sind gerade mal 2 mm ins Material reingekommen. Dementsprechend auch nur 2 Punkte. Da können wir gleich weitermachen. Festool, nicht messbar. Also der hat sofort gestoppt, dann merken wir auch, er hat viel, viel weniger Kraft und dementsprechend 1 Punkt. Weil ich es gerade nicht gesagt habe, wir haben eben einen 24 mm Flachfräsbohrer genommen, hier in unserer Buche, und haben hier oben schon ein spannendes Ergebnis. Aber kommen wir zum nächsten. Jetzt haben wir hier einen 32 mm Holzbohrer mit 3 Schneiden und auch selbst schneidender Zentrierspitze. Hier haben wir also dasselbe Phänomen, auch er zieht sich in das Holz rein bzw. ans Holz ran und erzeugt hier zwischen einen extremen Anpressdruck. Und da ist es so, dass wenn die Geräte nicht genügend Kraft haben oder Kraft aufwenden können, ja, dann funktioniert es einfach nicht. Hier haben wir, wie tief ist das eigentlich? 6, 8, 6, irgendwie sowas. Zentimeter. Ist auch eigentlich nicht relevant. Wir schauen einfach mal, wie weit sind wir denn hier ins Material reingekommen. Und da sehen wir ein schon wesentlich besseres Ergebnis. Und fangen doch einfach mal wieder bei Milwaukee an. Auch hier angesetzt, los, rein, bums, durch. Kein Problem. Bei Milwaukee, deswegen da auch wieder 7 Punkte. Kommen wir zu Bosch. Was ist hier los? Genauso sich gerade auch schon verhalten. Beim Reinbohren, wir sehen, er hat es komplett durchgeschafft, bis durchs Material, kein Problem. Auch da für Bosch also 7 Punkte. Auch bei Makita sehen wir, angesetzt, durchgezogen, schön die Späne oder die Brocken, kann man fast schon sagen, spritzen dann nur so raus. Auch komplett durch, auch hier wieder 7 Punkte. Auch bei DEWALT war es so, dass es richtig Spaß gemacht hat. Ja? Weil du setzt das Gerät an und du merkst auch wirklich, wie bei den anderen drei Geräten auch, du kannst einfach bohren, 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 bohren. Das ist ein schönes Gefühl, wenn er einfach genügend Kraft hat, um es einfach so zu machen. Und ich sage euch eins, also hier also auch für den DEWALT 7 Punkte. Und ich sage euch eins, mit dem Ding hier, 32 mm, das musst du auch erstmal schaffen. Da gibt es sogar 18 Volt Geräte, wirklich, die das hier garantiert nicht hinkriegen. Kommen wir zu Metabo. Metabo macht auch hier richtig Dampf im Kessel. Du kommst richtig schön ins Material rein, bis auf die letzten 4 mm. Nämlich 76 mm, ergo wir wissen jetzt auch, dass wir haben hier 80 mm in der Tiefe, da sind wir reingekommen. Und gerade die letzten Millimeter sind die, die es dann doch entscheiden, weil da zersplittert das Holz nochmal und du brauchst wesentlich mehr Kraft. Der bekommt also jetzt 6 Punkte, weil die haben wir alle 7 bekommen. Und so machen wir auch gleich in der Reihe weiter. Machen wir bei Einhell weiter und hier kann man sagen, wir wissen jetzt, warum Einhell das weiche Drehmoment nicht angegeben hat. Denn viel kann es nicht sein. Wir haben hier gesehen, wir haben es angesetzt und kommen hier gerade mal 6 mm ins Material rein. Dann war Ende. Wir haben es auch ein paar Mal öfter probiert. 4, 5, 6 mm, dann war immer Ende. Dann ist es halt so. Ja, dann bekommt er hier aber seine, oh, wie viel waren es nochmal? Er bekommt 5 Punkte, weil er hier danach dann in den Punkten dran ist. Und jetzt wird es für Festool schwierig, denn bei Festool ist es so, wir haben hier Festool angesetzt und wir haben gar nichts. Also in dem Moment, wenn es das Holz berührt hat, war Schluss. Also hier sind es 10 Newtonmeter, ergo er hat wahrscheinlich ein bisschen mehr als 10, vielleicht 12, 15 oder so, weiß ich nicht. Aber er gibt es ja leider nicht an. Aber bei Festool war es wirklich am wenigsten, deswegen hier leider 0 Punkte, war nicht geschafft. Nachdem wir das Ganze jetzt im ersten Gang gemacht haben, denn alle diese Löcher hier waren im ersten Gang, haben wir gedacht, wir machen noch einen Nachtest. Der geht nicht in die Wertung ein, also nicht in die Punkte, hier siehst du ja die neue Punktevergabe, sondern er geht ein in unsere Spezialwertung für Er will's wissen. Und da haben wir folgendes gesagt, nur die, die es geschafft haben, diese 4 müssen jetzt nochmal ran und müssen das Ganze im zweiten Gang machen. Und denkt dann, im zweiten Gang haben sie ja bis zu 3,5 mal so viel Umdrehung, dementsprechend noch viel weniger Kraft. Ja, dann haben wir DEWALT genommen, hat nicht funktioniert. Dann haben wir Makita genommen, hat nicht funktioniert. Dann haben wir Bosch genommen, hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir Milwaukee genommen und der hat es einfach gnadenlos durchgezogen. Einfach so, zack, bumm, durch. Der hat sich überhaupt nichts genommen, daher seht ihr, der meint es auch wirklich ernst. Das ist halt auch der einzige mit Metallbaufutter, 13 mm, schon ein schweres Gerät, aber krasses Teil. Und deswegen werden wir Folgendes machen, es geht zwar nicht in Wertung ein hier oben, aber was machen wir? Wir
Vielleicht machen wir Flammen in den Namen. Die Geräte heißen ja Akkuschrauber und deswegen müssen wir natürlich noch was schrauben. Und deswegen nehmen wir hier unsere große Schraube und zwar unsere 10x340. Das heißt also wirklich 34 cm in der Länge, Vollgewinde und das Ganze muss in unseren Holzblock hier reingeschraubt werden. Einmal ansetzen, so weit wie sie kommen, messen wir und der am weitesten reinkommt, bekommt wieder die höchste Punktzahl und der am wenigsten die geringste Punktzahl. Hier ist es so, dass unsere beiden Vorreiter Milwaukee und Makita das Ganze wunderbar geschafft haben. Wir haben das komplett ins Holz reingedreht. Ich möchte dazu aber sagen, eigentlich sind die Geräte dafür wirklich nicht gemacht, aus folgendem Grund. Hier wäre es echt gut gewesen, einen zweiten Griff zu haben, denn irgendwann tut einem das Handgelenk schon weh, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Zum Glück musste ich den Test nicht machen. Naja, egal. Also die beiden haben es geschafft, bekommen wir schon mal 7 Punkte. Jetzt haben sich zwei ein hartes Rennen geliefert, und zwar Dewald und Bosch. Bei Dewald ist es so, dass er 255 mm ins Material reingekommen ist, Bosch nur 250. Ergo, Dewald bekommt 6 Punkte, Bosch bekommt 5 Punkte, aber es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Metabo hat es leider nicht geschafft und zwar auch viel weniger geschafft. Er hat nur 108 mm ins Holz reinbekommen. Das heißt also, mehr als die Hälfte guckte noch raus. Aber das ist immer noch bedeutend mehr als die anderen beiden. Ja, bei Festo und bei Einhell war es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben hier 65 mm bzw. an der Stelle hier 60 mm. Und jetzt haben wir auch schon hier oben unser neues Gesamtergebnis. Ihr seht jetzt hier das Ergebnis hier oben nochmal als Tabelle und ihr seht zwei wichtige Dinge. Nummer eins. Einhell hat Festool geschlagen. Ihr seht, dass wir das größte Gerät hier, der Milwaukee, hat auf jeden Fall das Feld massiv dominiert. Zwar ist es hier von den Punkten nur 1-2 Punkte Unterschied, aber das Gerät, wenn man es in der Hand hat, merkt man unfassbare Power, wirklich grenzenlose Power. Das ist wirklich cool. Aber wenn du sagst Preis-Leistung, müssen es eigentlich zwei andere Geräte sein. Nämlich eigentlich Makita vom Gesamtergebnis, 120 Euro, alles drum und dran, macht richtig Bums. Oder theoretisch wieder Einhell, weil wir haben 60 Euro mit Akku. Das musst du für dich entscheiden oder tragst du einfach mal hier oben im Werkzeugvergleich ein. Zwei Dinge gibt es noch, die ich euch sagen möchte und zwar Nummer eins, achtet auf das Thema Umdrehungen. Und zwar gerade im zweiten Gang unterscheiden sich die Geräte massiv voneinander. Das heißt also, die Tests im zweiten Gang sind wenig gegeneinander aussagekräftig. Denn ich habe bei Festo zum Beispiel 1300, bei Bosch habe ich 1750. Ergo, wenn ich hier im zweiten Gang irgendwas teste, ist es natürlich eine andere Kraftübertragung. Auch für dich kann es sehr relevant sein, wenn du im zweiten Gang maximale Kraft haben willst, dann ist es ein anderes Gerät, wie hier zum Beispiel Milwaukee. Wenn du aber maximale Umdrehung haben willst, um schneller voranzukommen, dann wird es eher Bosch zum Beispiel sein. Das zweite, was ich noch sagen möchte, ist Festool hier als das schlechteste Gerät von der Leistung dabei. Wenn Leistung nicht dein einziges Kriterium ist, kann das durchaus sein, dass Festool wiederum das beste Gerät für dich ist. Wir haben übrigens auch hier ein Quickgerät oder ein Wechselbohrfuttergerät, weil wir, ich glaube, Festool stellt das gar nicht anders her. Und das Gerät hat auch seinen Einsatzzweck für genau etwas anderes und zwar halt für Möbelbau. Aber wir wollten ja wissen, welches Gerät ist das stärkste. Und das wissen wir jetzt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Denkt dran, ihr könnt noch einen 250 Euro Einkaufsgutschein gewinnen. Kommentare einfach unten rein zu den Geräten. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.